Sieht ein bisschen aus wie bei Assassin's Creed, ne? Oha, der Vogel ist weg. So, Vogel, komm ran. Ich frage mich, wo die Geister so eine Sachen wie ein Naturpaket hinstecken. Das sind doch nur, illusionäre Bettlaken. Die haben noch nichts dabei. Die haben noch keine Taschen. Die haben noch keine Jeans an oder so. So, das ging ja dann doch relativ flott hier am Ende. Dann wollen wir mal die Tür öffnen. Seelenwölfe, hört ihr mich? Oh, Alter, was denn hier los? Alter, was denn da los? So, muss der Papa erstmal wieder aufräumen hier. So, damit die Seelen auch wirklich vergessen bleiben, bringen wir die einfach um. So, das waren die Herrschaften. Oh, Geld. So, das Geld nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Wie gruselig es hier ist. Wie gruselig. Jetzt reicht's mir aber hier. Meine Fresse, und der Vogel pennt wieder. Das gibt's doch gar nicht. Was hab ich denn da für ein faules Viech mitgenommen? So, hier, zack, das nehmen wir auch nochmal mit. Alles einsacken, was nicht nagelfest ist. Und ich glaube, dann haben wir schon den vierten Gegenstand. Und dann sind wir mit der Foundry-Quest auch bald durch, glaube ich. Aber es wäre ja zu früh gefreut, glaube ich. Ich glaube, so einfach wird man es nicht machen. Schon wieder Mutterspinne. Was? Keine Hinterlassenschaft? Und wo ist Vaterspinne diesmal? Auf Arbeit. Lal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 a. So, alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und da haben wir noch jemanden zum Sprechen. Hallo, Herr Torwächter. Hallo, Fremder. Schön, dass sich mal wieder jemand in dieses verlassene Loch verirrt. Wer seid ihr? Ich bin der Torwächter. Ich wurde hier auf Posten geschickt, um diesen Durchgang zu bewachen. Diesen Durchgang zu bewachen, weißt du, überall Spinnen und Untote und Seelenvergessene und sonst was. Und der steht da einfach nur rum und macht gar nichts. Und wohin führt dieses ominöse, wichtige Tor? So genau kann ich euch das auch nicht sagen, aber ihr könnt gerne passieren, wenn ihr wollt, öffne ich euch den Weg. Ja, ich schaue mir das einmal an. Das machen wir natürlich gleich, aber erstmal möchte ich gerne wissen, was ist denn das da hinten? Betritt das Grab der Königin. Tyra, da kämpft, die kämpfen ja. Alter! Boah. Sorry, da muss ich Reis ausnehmen, weil gegen die hat man gar keine Chance.
Die haben sich ja die ganze Zeit regeneriert ohne Ende. Töte die Königsmörder, aber wie? Ich will nicht sterben. Wie soll ich die denn töten? Hey, geh weg. Geht ihr mal weg? So, ich trinke jetzt einfach die ganze Zeit Heiltränke. Mist. Leckt mich doch. Alter, hört auf mit euren scheiß Zaubern. Ja, da seht ihr mal, ihr ollen Hippen. Ja, halt die Schnauze, Oma, verschwinde. Boah, Alter, was war das denn gerade? Was? Oh. Ich kenne den Shortcut für Hinknien nicht, sonst würde ich jetzt meine Ehre erweisen, aber... Boah, ich trete hier einfach mal rein. Hallo, Layla! Knurz der Hauer. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Euer Mut und eure Tapferkeit haben dem Volk wieder Hoffnung gegeben. Nehmt dies als Dank für eure Bemühungen. Königin Layla überreicht euch ihre Krone? Das ist aber krass. Geht nun und verlasst diesen Ort. Bringt die Relikte ihrem Bestimmer. Möge er oder sie die Einsicht erhalten und das Volk zurück zu Frieden, Glück und Wohlstand führen. Ja, danke, Königin Layla. Ne? Bis später, Schnuckel. Wir sehen uns nachher beim Käffchen. So, Königin Layla haben wir. Was macht das zum Interagieren? Ich möchte da noch gar nicht interagieren. Vielleicht kriegen wir einen Schatz. In Gedenken an die unermüdlichen Tapferen, welche den niemals blind glaubten und niemals stumm blieben, jene, die tapfer ihrem König trauten und seine Stärke und Gütigkeit und seine Stärke und Güte als Geschenk sahen, vergessen seid ihr nimmer, betrauert immer. Das ist ja interessant. Ich will später auch eine schöne Inschrift haben, bei mir auf dem, ne, weißt du schon. Vergessene Gruft. Nee, ich will erstmal gucken, was dahinter liegt. Da hinter dem Tor bei dem Typen. Was kann jetzt noch schlimmer sein als die drei Furien, die wir gerade erlebt haben? Huch! Wo kommen wir denn hier hin? Ach! Da sind wir ja wieder. Ich freue mich, glaube ich. So, ist zumindest eine schöne Abkürzung, dass man sich mal kurz aufheilen kann. Aber wofür man hier einen Torwächter braucht, ist mir rätselhaft. Monster gab es auf beiden Seiten. Und ich glaube, wir haben die Queste erfolgreich abgeschlossen. Huch, hier. Und wir haben tatsächlich bis auf den Bierkrug am Anfang, gut, da haben wir dann suchen müssen. Da war es ja nicht ganz klar, dass der da steht. Aber ansonsten haben wir doch eigentlich ein kühles Köpfchen bewiesen. Ladebildschirm. Los! Na also. Der Autor. Ach, das ist der Autor, der hier von der Quest. Na, hallo,
knurrt der Hauer. Ich bin Luiax, der Autor dieser Quest. Ich hoffe, das Abenteuer hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Erstellen dieser kleinen Quest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und mir ein kleines Feedback im Kommentar der Foundry-Bewertung hinterlässt oder auch einfach nur deine Bewertung abgibst. Dies sind die kleinen Dinge, die uns Foundry-Autoren den Ansporn und die Freude am Erstellen neuer Abenteuer geben. Wie man so schön sagt, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Semikolon, Klammer zu. Danke dir und allen anderen Spielern da draußen, die diese Quest schon gespielt und mich mit ihrer Bewertung und ihren Spenden so toll unterstützt haben. Weiterhin viel Spaß in Neverwinter. Übrigens, wenn du ein paar Hintergrundinformationen zu der Quest lesen möchtest, klick das Buch neben mir. Ja, danke, das mache ich ganz bestimmt. Ja. Bloß weg. Nein, okay, wir klicken das Buch an. Dungeon-Info. Außer Sicht, ich bin doch ein Zwerg, Alter. Leg das nicht so hoch. Huch. Der Autor. Ich will nicht mit dem Autor sprechen, ich will das Buch lesen. Ich muss als Zwerg muss ich hochspringen. Versteckte Infos. Komm. Ein kleiner Hinweis für die Zweifler. Ja, der Bierkrug stand an der richtigen Stelle, denn die Aufgabe heißt, sprecht mit Waldo und ich finde den Bierkrug. Der Hinweis auf diesen wird gleich am Anfang von Jack die Narbe gegeben. Und wie auch schon in der Questinfo beschrieben, manche Aufgaben sind durch Rätsel gesperrt und diese müssen erst gelöst werden. Ja, vor allem durch diesen, ich sag ja, der Bierkrug. Der Bierkrug ist es, den zu finden. Und das am Anfang sieht aus wie eine Laterne, nicht wie ein Bierkrug. Aber ist ja auch egal. Dieser Dungeon verfügt über Portale, welche einige Wege einfach machen. Haben wir gefunden. Der Dialog am Opferteller bietet drei verschiedene Antworten, die unterschiedliche Auswirkungen haben. Pro Spiel kann natürlich nur eine Option gewählt werden. Ja, das probiere ich bestimmt beim nächsten Mal. Und ich lüge auch nur ein bisschen. So, komm. Gib mir jetzt deinen Schatz. Unidentifizierte Barrieren. Wäre dieses Wesen schlecht. Quest abgeschlossen. Bewertung. Ich mach mal 4 Sterne, denn die Aufgabe ist, finde den 5. Stern. Der Zwerg gibt aber nämlich nur Infos, wenn man den 5. Stern findet und deswegen bleibt der erstmal verschollen. Komm, ich gebe wieder 250 und dann, was schreibe ich denn da? Angenehm herausfordernd, obgleich... Als wirkliches Rätsel ja nur der ominöse Bierkrug in Frage kommt. Die Feinde wirken auf den ersten Blick übermächtig, sind für einen kleinen Zwerg, sind aber durchaus bezwingbar. Sind aber durchaus mit einer Axt im Schädel bezwingbar. Vielen Dank und Prost. Ach, da sind die Zeichen schon leer. Schade. Ich finde, das sollte länger gehen. Man sollte ja mehr schreiben können. Ich habe immer, wenn ich schreibe, dann schreibe ich ja gerne auch in ganzen Sätzen oder mal mit ein paar umschreibenden Wörtern und so weiter. Und nicht irgendwie, das ist ja hier so SMS-Texte. Hat mir gut gefallen, Punkt. Komm bald wieder, Punkt. Das Wetter ist sehr schön. Es war gelogen mit dem Wetter. So. Gruft verlassen und wir verlassen die Gruft und stürzen uns wieder ins richtige Leben. Quest abgeschlossen. Und auf dem Bären reiten wir nun davon. Was ist das da? Ah ja, sitzt auf der Treppe und bettelt. Hab aber gerade nichts dabei. Ach, die Sonne. Ich sehe die Sonne hier so gern. Ja, ich nicht. Ich bin lieber gern unter Tage. Ja, verdammt. Ich krieg die Stimme nicht immer hin. Ärgerlich. Manchmal verzettelt man sich. Hops. So, dann können wir hier gleich die Tagesquest abgeben. Hier, hoa, da. Tägliche Foundry abgeschlossen. Zack. Quest abgeschlossen. Bis später. So, ich würde jetzt auch gerne weiterspielen. Das Problem ist nur, wir haben jetzt ja die Tee. Legt eure Astraldiamanten hier auf. Ja, das mache ich. Das Problem ist einfach nur, dass momentan, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen das jetzt waren mit der Foundry und so weiter,
Aber es ist immer noch die gleiche Aufnahme, wo hier quasi gerade momentan die Daily Quest läuft. Die mit dem Sommer-Event. Und ich würde das gerne mitnehmen und auch relativ zeitnah. Das wird ja eh nix. Aber halt, weißt du, wenn ich jetzt 50 Folgen aufnehme an einem Stück, was ich ohne weiteres könnte, weil es so viel Spaß macht. Aber dann würde sich das Sommer-Event ohne Ende in die Länge ziehen. Ich glaube, ich bleibe mal dabei. Für heute mache ich mal eine Aufnahmepause und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Runde Neverwinter. Dann kann ich ja bei der Lira-Jüngerin gleich... Oder gibt es noch eine andere Lira? Ich guck mal ganz kurz. Das kann ja nicht die einzige sein. Alur Vera läuft da rum. Ist das die einzige Lira-Jüngerin oder gibt es davon mehrere? Weil laut Questbeschreibung, also laut Seitenbeschreibung, muss man das bei verschiedenen abgeben. Aber ich wüsste nicht, wo die anderen stehen sollen. Da kann ich mal ein bisschen rumgucken hier. Hier ist auch ein bisschen ruhiger, ne? So leutemäßig. Hier läuft nicht ganz so viel rum. Da ist die Jasmin, da ist der Giljet oder so. Und ich habe das Gefühl, ich komme ja eh immer an, immer das ist immer ein Typ. Ach nee, hier ist ja der Thronsaal. Halle der Gerechtigkeit. Da waren wir ja ganz am Anfang schon mal, ich erinnere mich. Und hier haben wir, was haben wir denn da? Belohnungsagent. Gründervorräte Held des Nordens. Promo. Blasses Pferd. Februar in der Winterausgabe des PC Gamer Magazins. Da kommen wir natürlich nicht ran. Doof eigentlich. Schade. Werbeaktion, pipapo, tralala. So, Halle der Gerechtigkeit kriege ich auch keine Info, ne? Ich bin noch nicht ehrenvoll genug. Ich bin nur noch ein ganz kleiner Zwerg. Huch. Halt, Zweihandwaffenkämpfer! Niemand darf sich Lord Never Ember ohne Erlaubnis nähern. Aber ich bin's. Okay. Love Maschine. McLovin. Okay, da gibt's also nichts zu holen. Ich glaube, die eine Jüngerin ist die einzige. Das heißt, ich jogge da mal ganz kurz wieder hin. Die ist ja dann auch gleich da unten irgendwo. So, und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der morgigen Aufnahme wieder. Also in der nächsten Aufnahme. Also bis gleich. Tschüss und danke fürs Zuschauen an die wenigen, die es tatsächlich tun. Viele Grüße.